Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zartinas Ketten. Ja, im letzten Part haben wir zwei Krähen gefangen, von dreien, die wir fangen sollten, in diesem Gästezimmer für die nostrische Königin. Aber jetzt wurde uns gesagt, bis zur sechsten Abendstunde fängst du die Krähen, sonst bist du tot am Pranger. Jetzt müssen wir aber erstmal Quindling befragen. Wurde uns gesagt und das machen wir doch jetzt mal. Wieso höre ich immer noch das Schleifen? Na gut. Geron, ah, du kommst gut. Genau richtig. Ein Stimmungswechsel. Es geht ihm gut. Das kann nicht gut sein. Du musst eine Fee für mich fangen, so schnell es geht. Eine Fee? Was ist in dich gefahren? Es bleibt keine Zeit. Hilf mir. Eine Fee? Wozu brauchst du eine Fee? Soll sie für dich die Krähen vertreiben? Ich mag mich irren, aber der Seher ist vielleicht zurück. Wieder diese Schauergeschichte? Du sprichst in Rätseln. Hilf mir lieber, die Krähen aus dem königlichen Gästezimmer zu verjagen. Später. Tu jetzt einfach, was ich dir sage. Aber... Wieso sollte der Seher zurück sein? Er ist doch tot. Wir alle haben ihn sterben gesehen. Aber jetzt sind nicht nur die Krähen zurückgekehrt. Sondern auch die Elstern? Morde, Geron, wo keine geschehen dürfen. Erst Ritter Olderich, jetzt Magistra Dorota. Sie hatten den Seher auf den Scheiterhaufen gebracht. Wer weiß, was noch geschieht. Aber... Was hat denn eine Fee mit dem Seher zu tun? Nicht eine Fee. Die Fee. Du musst sie fangen, bevor es jemand anderes tut. Was kümmerte den Seher die Fee? Nur sie kann die Macht der Zauberharfe entfesseln. Kein Mensch, auch der Seher nicht, kann sie spielen, ohne zu sterben. Bei den Göttern. Wenn er zurück ist, wird alles wieder beginnen. Du sprichst in Rätseln, alter Mann. Du wiederholst dich, Vogelfänger. Was ist das für eine Zauberharfe? Ich weiß es nicht. Sie stammt angeblich aus dem Feenreich. Ist sie das hier auf der Zeichnung? Sie könnte so aussehen. Wer weiß das schon? Ja, und was will das hier mit der Harfe? Was wollte der Seher mit der Harfe anstellen? Er begehrte sie, denn sie war das Tor zu seiner Macht. Oder zumindest glaubte er das. Welche Macht besitzt die Harfe? Niemand weiß es. Doch wenn die Harfe erklingt, wird Andergast untergehen. Deshalb fang die Fee. Sie ist der Schlüssel. Woher weißt du so viel über den Seher? Ich habe damals die Helden zu ihm geführt. In sein Versteck im Steineichenwald. Du warst Teil der Heldenqueste? Jäger und Fährtenleser. Wir haben ihn gefangen und später verbrannt. Und jetzt sind der Ritter und die Magierin tot. Vertrau mir, dann wird alles gut. Warum hast du mir von all dem nie erzählt? Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Offenbar war sie das nie. Wie hast du diese Krähe dort gefangen? Ein besonderer Lockstoff. Doch dazu braucht es von Feenmagie berührtes Wasser. Ich müsste also sowieso dorthin, wo die Fee lebt? So ist es. Fange ich die Fee? Hilfst du mir mit den Krähen des Königs? Versprochen. Nur beeil dich. Das musst du mir nicht sagen. Und mit diesem Feenwasser kann ich meine Krähen fangen? Ja. Alle anderen Zutaten lassen sich leicht finden. Wunderbar. Der König wird staunen. Kann ich das irgendwie beenden? Also gut. Wie fange ich eine Fee? Die Fee lebt in einem Versteck im Steineichenwald in der Nähe eines alten, aber verschlossenen Feentors. Suche etwa 2 Meilen nördlich des alten Fingers, wo die Einbeeren blühen. Wenn du den großen Wasserfall hörst, bist du richtig. Ach, das finde ich. Locke die Fee am besten mit einem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Sie ist neugierig, aber auch vorsichtig. Und dann fange ich sie in einem Käfig. Feen können tückisch sein. Lass dich nicht von ihr verzaubern. Keine Sorge. Hat sie Flügel, fange ich sie.
Und das war auch ein Satz, der im Trailer, meine ich, vorkam. Feen können tückisch sein, lass dich nicht von ihr verzaubern. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Ich kenne das Spiel ja selber auch nur zum Teil. Deswegen Aufbruch. Ich bin jetzt auf dem Weg. Du darfst nicht versagen. Ich habe es nicht vor. Und wie gesagt, bei 92 Minuten Spielzeit, die ich vor diesem Let's Play schon hatte, werde ich wahrscheinlich noch nicht allzu viel von diesem Spiel gesehen haben. Vor allem, da ich ja beim ersten Mal wirklich auch die ersten Sachen für das Zeug hier schon deutlich länger gebraucht habe. Okay, dann gehen wir mal die Fee fangen. Beinahe hätte ich den Käfig vergessen. Oh, ja, stimmt. Der ist natürlich wichtig. Hallo Käfig. Ist der Käfig repariert? Ja, und pass in Zukunft darauf auf. Mache ich. Glaskolben, der ist uninteressant. Dann würde ich mal sagen, let's go. Richtung Fee. Wieso hat es da kurz geruckelt? Also dann. Heda! Oh, das tut mir leid. Was? Nichts. Du machst das gut. Üb ruhig weiter. Ich bin gar nicht da. Du bist ganz allein im Wald und niemand ist da, um dich zu beurteilen. Auch ich nicht. Ich bin schon weg. Das muss sie sein. Halt, warte. Komm doch raus. Wer? Na du. Wer ich? Du bist doch allein. Ich bin nicht allein. Du bist hier. Und wer noch? Niemand? Aha. Wärst du ein Freund des Waldes, sie wären alle da. Die Mooskrokodile und die Haselnusshörnchen. Der Kieselkranich würde dir zu Ehren aus dem Himmel nieseln. Und die Holzfüchse ein herrliches Feuer veranstalten. Alle würden tanzen. Was? Aber da du kein Freund des Waldes bist, sind sie alle zu Hause geblieben. Und das habe ich gehasst. Wäre ich ein Freund des Waldes, kämest du dann heraus? Ja, dann hätten wir etwas, worüber wir reden könnten. Ansonsten stünden wir nur schweigend herum. Und um ein Freund des Waldes zu sein, muss ich... Freunde haben. Richtig. Harzmäuse zum Beispiel. Oder Papierfinken. Und wo finde ich sowas? Wer keine Freunde hat, der muss eben welche erfinden. Was hat Gwendling mir hier bloß aufgehalst? Bin gleich zurück. Ja. Ihr seht schon, wo die Problematik ist. Wir müssen uns einen Waldfreund machen, erfinden, wie auch immer. Schauen wir mal in den Laubhaufen. Was versteckt sich da im Laub? Ach, da haben wir. Ah, okay. Nimm dir ruhig. Davon habe ich ganz viele. Yay, Kastanien. Schnecke? Kann ich die Schnecke in den Käfig setzen? Hallo, ich habe einen Waldfreund hier, die Hallo? Schnecke. Nicht? Bin gleich zurück. Okay, dann halt nicht. Die Kastanien. Nein, was soll? Ich glaube, das kann ich. Ah, die Kastanien vielleicht mit der Schnecke im Käfig? Natürlich nicht. Dann halt nicht mit dem Laubhaufen. Ich weiß nicht. Die Lang Kastanien? nicht. Ah. Schau doch mal. Die Schnecke, Yurka. Meine beste Waldfreundin. Du hast sie gerufen, aber sie ist zu Hause geblieben. Sie scheint dich nicht besonders zu mögen. Igel. Gut. Igeli. Vielleicht gibt sich Gwindling auch mit einem Igel zufrieden, falls ich die Fee nicht fange.
Das hast du davon, Stachelmännlein. Du darfst unsere Gäste nicht immer stechen. Kein Wunder, dass uns niemand mehr besucht. Gell, was soll denn das Igel? Aber erst habe ich... Locke die Fee mit deinem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Meisterhaft, Gwindling. Also gut. Das hierhin. Das dorthin. Das dahin. Das dorthin. Kastanienmännchen. Yay! Kastanienmännchen, rettet die Welt! Hallo? So, hier. Ein Kastanienkönig. Ein König? Wirklich? Ja, er herrscht über das Reich der Kastanien und er ist mein Freund. Es ist mir eine Ehre, eure kleine Majestät. Geron hier ist mein liebster Freund des Waldes, werte Fee. Ihr dürft beide eintreten. Und da hab ich ewig rumprobiert. Wer sagt's denn? Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich nach so langer Point-and-Click-Pause, sag ich mal, jetzt ein Spiel hier ausgrame, das ich schon ein bisschen gespielt habe, damit ich wieder ein bisschen reinkomme in die Point-and-Click-Geschichte, sag ich mal. Weil man dann doch noch so ein bisschen weiß, was Sache ist. Was für ein seltsamer Ort. Und wer hat da jetzt gesprochen? Puppen aus Knollen mit Blätterhüten. Aber wo ist jetzt die... Hallo. Ja, hi auch. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Und das hier sind Frau Grimbald, Flinkel und Hinkel, die Rübengeister und Plapperab. Du kannst mich aber auch Nuri nennen. Was guckst du mich so an? Bist du... verliebt? So ein Mist. Ich dachte, du wärst eine Fee. Der ganze Unsinn, alles umsonst. Natürlich bin ich eine Fee. Was soll ich sonst sein? Du bist ein Mensch, genau wie ich. Du bist viel zu groß für eine Blütenfee. Und eine menschengroße Fee... verwandelt dich gleich in einen Rettich, wenn du nicht sofort still bist. Oh nein. Die Puppen, sie... Nein, bitte. Bitte tu es nicht. Ich bin nur ein einfacher Vogelfänger. Woher sollte ich das wissen? Ich mache doch nur Spaß. Ich kann niemanden in einen Rettich verwandeln. Ich kann überhaupt nichts mehr verwandeln. Aber du bist eine Fee? Ja, warum? Komm doch mit dem Bild, ja. Willst du mich begleiten? Wieso? Willst du mir deine Welt zeigen, wo überall Menschen sind? Ja. Und Dächer aus Holztafeln? Genau, die kann ich dir zeigen. Oh, wunderbar. Aber nein... ich kann doch gar nicht fort. Ich muss hier beim Feentor bleiben. Du Arme. Wieso kannst du nicht einfach mitkommen? Wenn ich weggehe, werde ich krank. In dieser Welt hält mich nur die Magie des Feentors am Leben. Warum das? Es ist meine Quelle. Ohne ihr Zauberwasser vertrocknet meine Seele. Wie eine Pflanze. Bist du aus dem Feenreich gekommen? Ja. Und ich kehre hoffentlich nie wieder dorthin zurück. Ist das das Feentor? Führt es in deine Welt? Nicht mehr. Es ist verschlossen. Wieso willst du nicht mehr in deine Heimat? Es ist einfach so. Schon gut. Jeder hat seine Geheimnisse. Könntest du nicht einen Teil der Magie mitnehmen? Wie das? Lass mich überlegen. Bin gleich zurück. Ja, unsere nächste Aufgabe, einen Teil der Magie mitnehmen. Was ist denn das hier? Das ist das Feentor, okay. Auf keinen Fall klettere ich da hoch. Alles Mögliche könnte geschehen, wenn ich dieses Tor berühre. Bändchen. Darf ich mir eines von den Bändern ausleihen? Nicht die. Damit wollte ich... nein, was wollte ich denn damit? Ich schenke sie dir. Danke sehr. Da hinten war noch irgendwas. Ah, Alraunen. Los, sag ihnen guten Tag. Was? Na los. Hallo, Hinkel und Finkel und wie ihr alle heißt. Hinkel und Finkel und wie ihr alle heißt. Okay. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Ja, aber...
Hä? Nein. Vielleicht. Nein. Ist das eine Zauberquelle? Ah. Es sieht gar nicht aus wie ein Tor. Warum? Wie soll es denn sonst aussehen? Du bist seltsam. Ja, das sagt man mir öfter. Ja, irgendwie ja schon. Kann ich nochmal mit dir reden? Hast du schon meinen Wasserfall gesehen? Er fließt immer nach unten, selbst nachts. Selbst nachts? Bin gleich zurück. Okay, dann würde ich sagen, was das erstmal für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Part. Im nächsten Part schauen wir dann, wie wir die Magie mitnehmen können. Ja, gut. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Satinas Ketten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.